Ach, warte mal, wir haben doch hier noch diesen Harvey. Woogie. Vielleicht hilft uns dieser Harvey. Hier ist jetzt eine Brücke. Und ein Pfeil. Lilly freute sich immer, wenn etwas übrig blieb. Aber meist waren das nur Brotkrumen oder Knochen und so. Okay. Wir haben jetzt wieder einen spitzen Gegenstand. Und in einer Fantasie kann man ja sehr viel auch hinkriegen, oder? So. Man würfelt mal auf Geschick. Es war eine Schande. Lilly war einfach nicht geschickt genug. Verdammt. Das hatte Lilly wohl endgültig kaputt gemacht. Die Tür war fest verschlossen. Okay. Das hilft gerade noch nicht. Aber irgendwas müssen wir hier mit diesem wütend werden ja noch machen können. Weil ohne Grund haben wir dieses Verbot jetzt ja nicht aufgehoben. Es ist so deprimierend. Ich soll Erfahrungspunkte ausgeben, um ein Talent zu steigern. Ja. Ausdruckstanz, Musizieren, Schlösser knacken. Eigentlich will ich nichts davon können. Gibt es kein Talent wie sich mit seinem Schicksal abfinden oder Punkte vergeben, ohne dabei in eine Existenzkrise zu geraten? Peters Zaudern machte Lilly wütend. Konnte dieser notorische Nörgler nicht einmal die einfachsten Entscheidungen treffen? Am liebsten hätte Lilly ihm eine gescheuert. Doch etwas hielt sie zurück. Nein, es hält mich nichts mehr zurück. Au! Du hast ja recht. Ich erhöhe einfach Schlösser knacken und damit hat es sich. Richtig. Triff eine Entscheidung. Da, behalte du ruhig den Charakterbogen. Ich will nichts mehr damit zu tun haben. Danke, Peter. Lilly wünschte sich, sie wäre so geschickt wie ihr neuer Rollenspielcharakter. Vielleicht sind wir das jetzt ja auch. Wir versuchen es nochmal, wenn wir in dieser Fantasie. Jetzt haben wir ja mehr, sag ich mal, Skill auf Schlösser knacken. Vielleicht hilft uns das ja jetzt. Ja, jetzt gehen wir einfach mal hier ein bisschen fixer. So, Hoogie Hoogie, ja genau. So, Charakterbogen. Ist jetzt, wir sind jetzt geschickter. Es klang zwar verrückt, aber eigentlich hatte sie ja jetzt das Talent, Schlösser zu knacken. Ja, eben. Geschafft. Das Gitter war offen. Sie fragte sich, ob das Schloss jetzt auch in der Realität offen ist. Aber ja, natürlich. Super. Tatsächlich! Während ihrer Trance hatte sie auch das reale Gitter geöffnet. Der Weg in den Turm der Irrenanstalt war frei. Irgendwo dort in dieser schwarzen Ungewissheit würde sie ihre Freundin finden. Ohne groß darüber nachzudenken, nahm Lilly den Stoffhasen mit. Wenn sie schon Dr. Marcells Reich betreten musste, wollte sie wenigstens nicht allein sein. Wie sonst? Oh Gott. Hang das Bild hier schon vorher? Was für ein hässlicher Junge. Warum jemand so ein Bild aufhing, war Lilly ein Rätsel. Ist das Alfred?
Ich nehme das einfach mal jetzt an mich, weil das kann man sich ja hier nicht geben. Boah, was für ein hässliches Bild. Do not disturb Schild. Bitte nicht stören. Na, da war Lilly doch ein Profi drin. Sie konnte stundenlang abseits stehen, ohne dass irgendwer Notiz von ihr nahm. Das stimmt. Nehmen wir das mal ab. So, das stört doch nur. Die Tür war fest verschlossen. Ja. Wir haben die Stricknadel nicht mehr. Schade. Aber da ist ein Haken an der Tür. Ach, da war der Haken. Oh Gott, das war jetzt schlecht. Vielleicht können wir da den Alfred dranhängen? Dann kann sich Dr. Marcel das immer angucken, wenn er da ist. Aber wir kommen hier, glaube ich, zur Abstellkammer, oder? Oh! Oh, guck mal, Termiten. Mensch, was habe ich euch vermisst? Was habe ich euch vermisst? Und ein Spiegel. Eine Bowlingkugel? Lil? Warte mal. Wie geil. Warte mal. Je war? Gut. Schön. Geisterkostüm rückwärts, geil. Und Glauben. Was haben wir noch? Termiten. Wie ungeschickt. Lilly hatte die Termitenfarm kaputt gemacht. Oh, das tut mir aber gar nicht leid. Was haben wir hier noch? Eine Lunchbox, ein Kleiderständer. Ein Haken. Noch ein Haken? Da war der Haken. Noch ein Haken. Und guck mal, hier ist Bobo, das Gehirn. Ach Mensch, was hab ich ihn vermisst. Eilt nicht so sehr. Ja, es liegt wahrscheinlich schon seitdem Edna hier ausgebrochen ist herum. Der Kleiderständer erinnerte Lilly an den alten Mann aus der Schulsammlung. War das stimmt. Erst heute gewesen? Wahrscheinlich. Und hier ist auch das Phantom. Das Phantom sah bedrückt aus. Aber Lilly fiel noch etwas anderes auf. Ein Schlüsselbund. Ob das der Schlüssel zu Ednas Zelle war? Bestimmt. Lass mich in Ruhe. Ich bin ein hoffnungsloser Fall. Vater hatte ganz recht. Was? Ja, du hast richtig gehört. Ich bin Ruben, Dr. Marcells geheim gehaltener zweiter Sohn. Alfreds älterer Bruder. Lilly wusste zwar nicht, wer Alfred war, aber sie hielt es trotzdem für angemessen, schockiert die Luft anzuhalten. Unsere Erziehung sollte perfekt verlaufen. Vorherrschende Methoden schienen Paps unzureichend. Darum begann er, eigene zu entwickeln. Während Alfred auf seine Praktiken anschlug, entwickelte ich Verhaltensauffälligkeiten. Ich war ein missratenes Experiment. Paps war so enttäuscht, dass er mich im Anstaltskeller einsperrte und vor der Außenwelt geheim hielt. Alfred hingegen präsentierte als Paradebeispiel seiner Erziehungsmethoden. Ich hatte nie eine Chance, mir seinen Stolz zu verdienen. Seit Alfred ums Leben kam, ist alles nur noch schlimmer geworden. Ich bin nur noch Luft für ihn. Ein Geist, ein böser Traum. Die seltsamen Umstände von Alfreds Tod zeigten ihm, dass Kindlichkeit eine Krankheit ist, die es auszurotten gilt. Ich hätte damals sterben sollen, könnte ich nur meinem Bruder noch einmal gegenübertreten. Ich konnte mich nie von ihm verabschieden. Okay, das arme Phantom. Oder Ruben. Meine Güte, was hier für Sachen aufkommen. Oh mein Gott. Da hatte jemand seine Lunchbox stehen lassen. So etwas konnte Lilly nicht passieren. Was? Sie hatte ja gar keine Lunchbox. Ist das ein Honigpfannkuchen? Ist der nicht schon ein bisschen eklig? Der Geruch des Honigpfannkuchens erinnerte Lilly an die lustige Geschichte. Das ist so schrecklich. Er will noch mal mit seinem Bruder reden. Wir haben ja das Bild von Alfred. Können wir ihm das geben? Vielleicht? Oder? Mal sehen. Hier, guck mal, da ist es, ein Bild von Alfred. Damit kannst du reden. Das ist mein
Bruder Alfred. Oh, Alfred, ich hätte dir noch so viel zu sagen. Ja, dann sag es ihm doch. Oder auch nicht. Warum ein Honigpfannkuchen? Vermieten? Warte mal. Hier, guck mal. Meine kleinen süßen Termitchen. Nein? Bemerkenswert. Oh. Die Termiten hatten den Pfannkuchen verputzt und dabei ein Loch in die Tür genagt. Interessant. Ich habe eine Idee. Eine Sache hatte Lilly gelernt. Die Ideen, die der Mond ihr in den Kopf setzte, endeten fast immer mit einer Bestrafung. Ach, wieso denn? Das funktioniert. Pass auf. Guck mal, jetzt leuchtet nämlich der Mondenschein in den Raum hinein. Das hat sich gerade gereimt. Und was, wenn wir jetzt aus diesem Kleiderständer einen Geisterkostüm machen? Solange der Ständer keinen Kopf hatte, würde das Laken einfach nur schlaff herunterhängen. Oben auf dem Kleiderständer wirkte die Bowlingkugel wie ein Totenkopf. Aber irgendetwas fehlte. Ja, warte doch. Ich bin schon dabei. Lilly schauderte. Plötzlich stand ein Gespenst in der Abstellkammer. Was ist das denn? Ein Geist? Hör mal! Wenn hier einer spukt, dann bin ich das! Verschwinde von hier! Wenn du Alfred siehst, sag ihm... sag ihm... Er soll hier mal vorbeispuken. Ich habe mich nie von ihm verabschieden können. Oh, das arme, arme Phantom. Ich bringe dir deinen Bruder. Was ist das denn? Ein Geist? Na hör mal, wenn hier einer spukt, dann... Warte mal. Alfred? Alfred, du bist es wirklich. Ich kann es kaum fassen. Oh, Alfred, ich konnte mich nie von dir verabschieden. Oh, und dabei habe ich dir doch noch so viel zu sagen. Oh, wo soll ich anfangen? Ach ja, ich weiß. Du miese Dreckskröte! Deinetwegen habe ich mein ganzes Leben in einer stinkenden Kanalisation verbracht. Na warte. Interessant, was für Bruderliebe. Ich nehme mal den Schlüssel an dich, ne? Mach's gut. Du kannst ja deinen Bruder noch weiterhin würgen. Ist schon in Ordnung. Ich gehe jetzt meine beste Freundin Edna retten. Oh, Moment. Ich muss erstmal hier rum. So, da. Der Winkel muss sich erstmal ändern. Oh. Hey, so ein Glück. Wir hatten schon Sorge, du wärst auch erwischt worden. Der Doktor ist vollkommen übergeschnappt. Er will uns alle zu willenlosen Marionetten machen. Sieh nur, was er der Oberin angetan hat. Oh. Hallo, Lilly. Schön, dich zu sehen. Aber was treibst du bloß hier, mitten in der Nacht? Haben dich deine Mitschüler dazu angestiftet? Nein, nein. Das sind so ungezogene Kinder. Du hingegen warst immer so brav. So brav. Es tut mir leid, dass ich immer so streng war. Aber jetzt, dank Dr. Marcel, bin ich auch ein artiges Kind. Komm, setz dich. Du kannst mir helfen, die Puppen für den Doktor zu sticken. Ignorier sie einfach. Finde lieber einen Weg, um uns zu befreien. Wir müssen hier fort, bevor der Doktor... Oh, oh. Oh nein. Habe ich dich endlich. Ich hatte gehofft, dass du hier aufkreuzen würdest. Ich kann jede Hilfe gebrauchen, um die Produktion meiner Hypnosepuppen voranzutreiben. Was? Schon sehr bald werde ich die ganze Welt beliefern. Aufsässige Kinder wird es nur noch in Geschichten geben. Sobald ich dich meiner verbesserten Hypnosetherapie unterzogen habe, kann mich nichts mehr aufhalten. Oh nein. Oh nein. Dr. Marcel ist jetzt völlig verrückt geworden. Und wir sind jetzt hier gefangen. Wir haben auch einen Wollknäuel und wir haben einen Harvey. Edna? Edna und Garrett waren gefesselt. Lilly war wohl wieder mal auf sich allein gestellt. Na toll.
Wie geht's euch eigentlich? Ich freue mich ja so, dich zu sehen, Lilly. Ich würde dich ja umarmen, aber... Naja, diese Woll-Version eines H.R.-Geiger-Albtraums schränkt meinen Handlungsspielraum etwas ein. Können wir diese rührende Wiedersehensszene auch später verschieben? Erst einmal brauchen wir einen Plan, wie wir hier runterkommen. Deine Mutter braucht einen Plan. Meine Mutter hat einen Plan. Zum Beispiel, mir einen Sinn für die Realität zu vermitteln. Was ist der Plan deiner Mutter? Ach, ich vergaß, du hast ja gar keine Eltern mehr. Boah, au. Wie fies. Was? Oh, Lilly hat recht. Wir sollten uns lieber darauf konzentrieren, hier rauszukommen. Einverstanden. Schnösel. Aber jetzt hab ich es hier gerade gesehen, diese Naht, die damals Edna aufgerissen hat. Die Polsterung war zerrissen. Was war hier vorgefallen? Tja, das war Edna gewesen. Lilly zögerte. Normalerweise wartete sie, bis die Oberin fort war, bevor sie im Müll wühlte. Aber Lilly gingen langsam die Optionen aus. Aber was war das? Waren das Augen? Harveys alte Augen. Oh, jetzt wird's langsam interessant. Und eine Lilly Nadel. Lilly mochte Nadeln. Einmal hatte sie sogar heimlich eine aus dem Haushaltsunterricht mitgenommen. Sie verwahrte sie sicher in den Ritzen. Ja, richtig, richtig, richtig. Das hatte er schon mal erzählt. Du sollst keine Spitzengegenstände benutzen. Ah, ihr kleinen, verfluchten Harveys. Na, wartet. Euch zeige ich's. Die Nadel und das Wollknäuel. Perfekt. Jetzt hatte Lilly Nadel und Faden. In entscheidenden Momenten habe ich Nadel und Faden dabei. Dr. Marcel plante, in Massenproduktion zu gehen. Frau Oberin, Sie müssen zu sich kommen. Komm, Lilly. Setz dich. Du kannst mir helfen, die Puppen für den Doktor zu sticken. Wir sind brave Kinder. So brav. Nein, sind wir nicht. Die Oberin stand offenbar unter dem Einfluss von Dr. Marcells Hypnose. So würde sie keine große Hilfe sein. Lilly ertappte sich dabei, dass sie sich die alte, strenge Oberin zurückwünschte. Na schön. Wir müssen... Harveys alte Augen. Lilly kam eine Idee. Sie wusste, sie konnte nicht gut nähen. Aber vielleicht reichte es aus, um Harvey seine alten Augen zurückzugeben. Sie machte einen ersten Stich. Harvey Nayset, okay. Also, du kleine Stoffpuppe Harvey. Aus dir machen wir wieder den richtigen Harvey. Zögerte. Zu oft hatte man ihr gesagt, dass sie nicht mit Nadel und Faden umgehen konnte. Aber was hatte sie schon zu verlieren? Sie würde es wohl darauf ankommen lassen müssen. Richtig. Was machst du? Lass das. Du tust mir weh. Du sollst keine spitzen Gegenstände benutzen. Du sollst nicht an meinem fusseligen Hintern kraulen. Ich bin wieder da! Harvey! Ich kann es kaum glauben. Ich bin wieder der Alte. Harvey, bist du es? Und da ist ja auch Edna. Los! Lass uns etwas anzünden. Und damit zum Mond fliegen und es anschließend aufessen. Na los, Lilly, worauf wartest du? Nimm dir die Bude auseinander. Yippie! Wir müssen die Oberin wieder zurückholen. Mit dem alten Harvey. Ich glaube, die Oberin hat ein Messer, um die Fäden zu kürzen. Dummerweise kann sie es nicht benutzen, solange sie unter Hypnose steht. Konnte Lilly der Oberin auf diese Weise helfen, ihre Blockaden zu lösen? Zitternd zog sie an der Schnur. Wookie! Oh Gott, alle drei hier in Trance versetzen?